von unseren Dienstleistungen kann eigentlich jeder Bauer hier, vor allem auch die Mitglieder, Anspruch nehmen. Also das Ziel ist immer, dass wir möglichst viele Mitglieder haben. Mitglied kann jeder Bauer werden in unserer Organisation. Und er hat nachher auch Anspruch auf gewisse Vergünstigungen oder gewisse Vorteile. Also primär im Betriebshelferdienst, wo wir mit dem Mitgliederbeitrag auch den Tarif für den Kunden oder für den Bauer vergünstigen können. Und zum anderen bei den Einkaufsgemeinschaften, wo wir Rahmenverträge mit unseren Partnern abgeschlossen haben, dass wir möglichst günstig zu diesen Produkten kommen. Das geht alles über Rahmenverträge, Volumenverträge und das ist wie das Übliche im Markt. Über die Mengenbündelung kommen wir zu attraktiven Preisen an. Und bei vielen Produkten, die man bei den Einkaufsgemeinschaften auch anbietet, ist es so, dass der Bauer bei vielen Firmen ja gar nicht als Unternehmung angeschaut wird, sondern als Privatperson. Und über den Verbund Maschinering wird er am Schluss bei diesen Partnern als Unternehmer angeschaut und kann durch das auch von besseren Konditionen profitieren. Und wenn es um Auftragsvergabe geht, ist es klar, dass wir unsere Mitglieder bevorzugen. Das heisst, wenn er ein Mitglied ist, hat er sicher mehr Anrecht, dass er Aufträge bekommt, wie einer, der nicht Mitglied ist. Dass es auch eine gewisse Bindung zu der Organisation gibt. Ein Mitglied kann eigentlich jeder aktiv Bauer sein oder Landwirtschaftsbetrieb. Die Voraussetzung ist einfach, dass er mit einer Organisation zusammenarbeiten will und eben kann oder will davon profitieren können und allenfalls auch einen Input bringen kann. Aber ich sage, die Hürden sind sehr klein, dass er kann. Also, wenn jemand profitieren von der Organisation, kann er muss aber nicht. Das ist absichtlich auch gemacht, dass man sehr tiefe Hürden hält dort. Und viel ist halt auch Bindung zum Maschinering, eben darum auch eher eine solidarische Bindung. Man glaubt an die Organisation oder an die Organisationsform, weil es eben eine neutrale ist, eben in jeglicher Belange, auch wenn es um Einkaufsgemeinschaften geht, ist Maschinering auch eher so ein, ich sage, eine Eintrittshürde oder hilft, gewisse Markttransparenz zu bringen. Und so kann man mit dem Netzwerk wieder etwas bewegen.